Hallo meine Lieben, heute möchte ich mal was anderes machen und zwar möchte ich mir für meine Jelly Plate Schablonen machen. Und ich habe mir hier schon ein bisschen zurechtgelegt, was ich brauche. Falls ihr im Hintergrund eine Maschine hört, das ist mein Plotter, da schneide ich nämlich gleich gerade nebenbei auch hier ein paar Herzen aus. Genau, und ja, jetzt möchte ich hier mir so ein paar Muster halt machen und benutzen werde ich dafür Moosgummi und als Stempel und als Teil zum Festhalten benutze ich einfach nur Pappe, also einen alten Pappkarton, auseinandergeschnitten. Der ist auch ziemlich stabil. Ja, Messer zum Zurechtschneiden, ein Stift zum Anzeichnen und ich werde versuchen, das mit G-Medium festzukleben. Weil es ja verschiedene Materialien sind und ich dachte mir, ja, mit meinem normalen Kleber werde ich da nicht weit kommen, aber G-Medium dürfte das schaffen. Ja, jetzt nehme ich mir hier erstmal so ein Stückchen Karton. Eigentlich wäre es schlauer, erst das aufzumalen und dann die Größe des Kartons. Genau, ich mache das doch so rum. Mal mir erst was auf und dann bestimme ich die Größe des Kartons. Ich hoffe, dass dieser Stift hier drauf malt. Ja, nehmen wir doch hier einfach mal was Ähnliches. Gehen wir an, einfach nur. Das muss ja nichts Schönes sein. Das kann einfach irgendwas Komisches auch sein. Das ist egal. Vielleicht ziemlich groß. Kleiner noch machen. Ja, einfach irgendwelche doofen Teile. Da werde ich jetzt mal reinmalen. Ihr könnt euch natürlich auch mal irgendwas zu Hilfe nehmen. So. Ja, sowas zum Beispiel. Jetzt zumachen. Vielleicht ein bisschen enger noch machen. Also, ja, wie gesagt, einfach irgendwelche Fantasiegebilde. Völlig egal, eigentlich, was ihr da drauf malt. Ich werde auch ein paar Kreise machen. Schreibt oder nicht schreibt. Ja, ein bisschen. So, und dann da drin eine kleine Kreis aufzeichnen, dass man halt solche Ringe sozusagen hat. Und da drin kann auch gut und gerne noch eine kleinere rein. Ja, da seht ihr mal, was ich hier alles so noch auf meinem Schreibtisch rumfliegen habe, dass ich einfach noch nicht weggeräumt habe. Ja, also dann hier einfach mal so Kreise und so verschiedene Dinge halt. Ich überlege gerade, was ich noch mache. Vielleicht einfach mal so ein Dreieck. Ich ein Rechteck, da kann ich ein Dreieck rauszaubern. Einfach. Das, wie gesagt, das muss alles nicht perfekt und sicher sein. So, mein Plotter ist gerade fertig geworden. Und hat dieser Stift hier nicht mehr so doll drauf. Ich gucke gleich mal einmal. Ich suche gerade mal kurz, ich hole gerade mal meine Sachen auf den Plotter. So, ich habe meinem Plotter gerade gesagt, er soll noch ein paar andere Sachen ausschneiden und ich überlege gerade. Einen Moment. Und zwar
mal kurz auf meinen Monitor. So, ich mache mein Canvas an, ja, das war klar, jetzt müssen wir es aktualisieren, weil es irgendwelche Neuheiten gibt. Ja, mach das bitte. Okay, der aktualisiert und jetzt kann ich ja hier schon mal ein bisschen meine komischen Gebilde ausschneiden. Und auch diese Reste, die ich hier überall habe, die werde ich natürlich nicht wegschmeißen, wie immer. Ja, meine Resten immer doch recht. Ja, geizig jetzt nicht, aber schon sparsam halt, ne? Nein, ich möchte keine Einfügung. Sieht für mich auch alles noch so aus wie vorher. Ich hoffe, dass wir noch zurechtkommen. So. Ja, ihr habt jetzt nicht gewusst, wovon ich rede. Ich habe auf mein Display geguckt. Das kann das Programm, wo ich gerade. Entschuldigung. Gerade am Überlegen bin, ob ich nicht das Studio Ciolet nehme, weil ich da doch ein bisschen besser mit klarkomme. Bin ich gerade noch am Überlegen. Ja, ich glaube, ich nehme das andere Programm. Mal gerade mit schon auf meinem Bildschirm hier. Ja, hier, das ist halt das von Vasa, das Canvas. Und ja, damit kann man auch viele Sachen machen, aber ich müsste jetzt mal gucken. Also eigentlich müsste es hier auch ganz gut gehen. Und zum Beispiel hier so ein Kreis sich reinzieht. Man kann dann auch die Größe zum Beispiel bestimmen. Ich denke, 25 mm passt schon. Eigentlich gleicht sich das hier an. Ja, genau, wenn man das angeklickt hat, dann bleibt das Seitenverhältnis bestehen. So, und jetzt kann ich hier das gleiche Teil quasi nochmal reinmachen. Aber dann halt wesentlich kleiner. Entschieden, also jetzt hat er hier nochmal eins. So, und solche Teile zum Beispiel finde ich auch ganz nett. Ein bisschen größeren Kreis. 30 mm. Ja, und dann das gleiche halt nochmal. Wieder so ein Teil reinziehen. Und dann, ja, finde ich auch ganz nett, dass man so verschiedene hat. So. Ja, das geht schon von links her. Kann ich gleich noch ein bisschen näher hier dran. So. Ja, und diese beiden Sachen hier, die würde ich dann auf jeden Fall einmal gruppieren, dass er die quasi als ein Teil sieht. So, über den hier einmal gruppieren. Und dann kann ich es halt ja, zusammen quasi verschieben. So, ja, solche Teile, damit man dann halt diese Ringe am Ende hat. Naja, die Kreise kann man auch nochmal für irgendwas verwenden. Und hier mache ich noch ein Teil rein, aber ich überlege gerade, vielleicht. Ich will ja jetzt nicht zu viele Zacken oder so Krempel reinmachen. Noch einen rein und dann habe ich nämlich quasi zwei Ringe, einmal den und dann quasi den Ring, der jetzt hier entstehen wird. So. Genau, also dann werde ich einmal den äußeren Ring benutzen, den hier nicht, aber den halt wieder, obwohl den könnte ich vielleicht anders noch draufkleben. Mal gucken. Ja, genau, und das hier alles wieder schön gruppieren.
So, jetzt mein Flotter auch gerade schon fertig geworden. Ich habe jetzt auf dem Flotter Herzen und Sterne ausgeschnitten. Und das hier werde ich aber, glaube ich, mal kopieren, also duplizieren und dann einfach so eine andere Größe. Und vielleicht spiegel ich das mal. So, das ist eigentlich ganz cool. Das hier kann ich auch einmal duplizieren und auch eine andere Größe und verändern. Ja, kann auch gut gespiegelt werden. Und ja, so hat man dann relativ zügig hier einfach so ein paar Muster erstellt, mit denen man dann eben, die man dann eben ausschneiden kann. Und ich werde jetzt das hier aber einmal alles gruppieren, damit ich das dann miteinander halt verschieben kann auf der Platte. Gruppiert. Ja, und jetzt könnte ich das halt hier zum Exportieren und übertragen und könnte das dann direkt wieder an meinen Flotter schicken. Aber dafür muss ich jetzt erstmal meine Teile rausnehmen und ein anderes Teil oben drauf, also eine neue Moosgummiplatte reinlegen. So, der Plotter ist jetzt am Schneiden. Hier mache ich mal wieder aus und ich schneide jetzt weiter meine Dings aus. Ich piek hier gerade mit meiner Papierschere ein kleines Loch rein. Ein bisschen reinkommen. Ja, theoretisch ist ja das hier mit den Kreisen jetzt das gleiche, was ich da auch ausschneiden lasse. Aber mit der Hand ist es dann ein bisschen unperfekter als das, was aus der Maschine kommt. Wobei ihr vielleicht hier links bemerkt, dass die Sterne nicht so perfekt geworden sind. Aber genau das finde ich richtig gut. Also die sind so ein bisschen verschoben durch das Schneiden vom Messer. Und ja, bin ich machen gerade ein grünes Muster. Bei dem hier bin ich mir noch nicht ganz sicher, ob ich das so benutze oder ob ich da noch was anderes mitmache. Muss ich mal gucken. So, Papiermesser nicht so gut schneiden. So. Ja. Genau, und gucke ich jetzt. Wie gesagt, diese ganzen Reste, die schmeiße ich auch nicht weg. Da mache ich auf jeden Fall dann nochmal irgendwie was mit. Selbst hier diese kleinen Dinge, auch da kann man auch mal so ein kleines Herzchen oder sowas ausschneiden. Vielleicht auch mal mit auf eine Karte. Hier habe ich das mal mit einem Handstanzer probiert, hier so ein Herzchen auszustanzen. Das ging aber nicht so mega gut, muss ich sagen. Deswegen habe ich das dann wieder sein lassen. Aber das kann man natürlich auch machen. Die Handstanzer sind ja auch für Papier gedacht und nicht für solche Sachen hier. Und bei meinem Plotter habe ich jetzt auch ein echt altes Messer eingebaut. Damit ich mir jetzt mit dem Moosgummi nicht eins meiner guten neuen Messer versaue. So, was wäre das? Egal, was ich da vorher gezeichnet habe, schneide ich hier einfach irgendwas zurecht. Das trotzdem noch nehmen. So. Ja, einfach so verschiedene. Das reicht. Ja, jetzt habe ich erstmal ein bisschen Material, mit dem ich anfangen kann. Und dann nehme ich mir, wie gesagt, meine Pappe. So, ein bisschen weiter nach hinten. Und dann lege ich mir das hier jetzt mal so drauf. Dass ich ungefähr weiß, wie groß das sein muss. Wie gesagt, diese Pappe ist ziemlich stabil. Brauche ich auch ein bisschen Kraft zum Schneiden. Ihr seid schon wieder aus dem Bild.
Aber so spannend ist das wohl nicht, wie ich hier eine Pappe zerschneide. Vielleicht geht das auch ein bisschen besser mit dem Cuttermesser. Aber ich glaube, das funktioniert schon einigermaßen. Ja, ich bin ganz ehrlich, ich habe die Seite hier von meinem Schreibtisch überhaupt nicht aufgeräumt. Und ja, kann auch das eine oder andere schon mal fliegen. So, jetzt nehme ich mal hier so ein kleines Stückchen nur für die Sterne. Bei den Herzen weiß ich auch noch nicht, ob ich alles benutze. So, und dann probiere ich erstmal, ob das überhaupt funktioniert mit meinem Gelmedium, so wie ich mir das vorstelle. Und dann nehme ich mir, ja, den Pinsel habe ich letztes Mal nicht ausgewaschen, als ich das Gelmedium benutzt habe. Ich glaube, ich nehme mir einen Spatel. Ja, das muss ja dann auch eine ganze Weile trocknen, bevor ich das dann tatsächlich verbinden kann. Ich habe sehr viel Gelmedium. Ja, wie gesagt, das war jetzt für mich, weil das ja doch verschiedene Materialien ganz gut zusammenklebt, dachte ich mir, Gelmedium sollte ganz gut funktionieren. Wir werden es sehen. Ich versuche mir in letzter Zeit in den Videos anzugewöhnen, ein bisschen lauter zu sprechen, weil ich doch in der Videonachbearbeitung immer mit der Stimme da ziemlich viel bearbeiten muss. Aber das ist dann das Problem. Dann vergisst man es zwischendurch und dann ist es mal ganz laut für euch, weil ich es dann ja trotzdem bearbeiten muss, und mal ganz leise. Aber wenn man so vor sich hin bastelt, dann denkt man da einfach nicht mehr dran, dass man jetzt eigentlich laut reden sollte. Vor allem, wenn man bastelt, weil man ja dann den Kopf nach unten hat und einfach auf die Sachen schaut und darauf sozusagen konzentriert ist. So, der erste ist fertig. Ja, und wie gesagt, das lasse ich jetzt mal ein paar Stunden hier trocknen. Und naja, ich werde dann natürlich das Video anhalten. Und wenn ich dann alles soweit getrocknet habe, vielleicht morgen oder so, mache ich dann natürlich ein Video und zeige euch, wie es so geworden ist. Ob das funktioniert oder nicht. Also wird dann auf jeden Fall mit der Jelly Plate meinen neuen Stempeln eigentlich, könnte man sagen. Dann auch was machen. Muss ja auch wissen, ob es funktioniert. Ja, die Sterne gefallen mir richtig gut. Ja, hier ist das natürlich ein bisschen schwieriger mit dem Gelmedium. Jetzt nicht so optimal aufbringen. Dann macht man halt ein bisschen mehr und schiebt es ein bisschen durch die Gegend. Ich bin wirklich gespannt, ob das so funktioniert, wie ich mir das denke. Upsi. So, und den letzten. Das wird da unten angeordnet werden. Ja, und so hat man dann jetzt quasi einen Stempel. Wenn das Ganze dann fest ist, wo man, glaube ich, ganz gut mitarbeiten kann. So, das hier mal kurz mit der Geld drauf, dass es nicht fest wird. Und mache euch mal kurz auf Pause und schneide mir hier vom Karton noch mal ein paar Stückchen aus. So, ich habe mir jetzt mit dem Cutter mal ein paar Teile hier ausgeschnitten. Das ging viel schneller und einfacher. Und meine ausgeschnittenen Teile hier vom Plotter habe ich mir auch schon geholt. Und ja, dann nehme ich mir hier auch gleich mal das größte Stück
und klebe mir hier mal ein paar von diesen Ringen auf. Das wäre jetzt der Nachkochen. Ja, ich gucke jetzt einfach, ich mische jetzt einfach ganz bunt die Kreise durcheinander, wie es mir gerade so gefühlt. Wie gesagt, das Ziel ist, dass es nicht perfekt ist, sondern ein bisschen rundherum durcheinander gemischt. Ich habe halt geguckt, ne, nach diesen ganzen, gibt es ja super schöne Formen und Stempel und was es alles so gibt. Das Problem ist aber, also unter 10 Euro läuft da eigentlich nichts. Ne? Und hier habe ich jetzt einen alten Karton, der gar nichts gekostet hat, also mich auf jeden Fall nicht, weil ich den ja irgendwann mal zugeschickt gekriegt habe. Ja, und dann zusätzlich diese Teile hier, die, ja, was kostet hier so eine Packung? Also die ist auch mal uralt, also ihr seht das vielleicht an manchen Stellen, dass die hier schon richtig ausgeblichen ist von der Sonne. Das Teil ist echt schon uralt, keine Ahnung, wann das mal gekauft wurde. Und ja, diese Muskelplatten, so ein Tütchen, das kostet ja jetzt auch nicht die Welt, ne? Also von daher denke ich mal, dass das wirklich eine mega günstige Alternative ist, um sich, ja, Schablonen, Stempel, wie auch immer, selbst zu machen. Schablonen sind ja jetzt nicht wirklich, sind ja eher Stempel. Ein bisschen wie diese Gummiplatten, ne? Die man dann halt noch drauf rumstempeln kann, wobei man mit den Gummiplatten natürlich immer ein bisschen mehr wahrscheinlich machen kann. Oh, das ist doch zu groß. Ich dachte, das würde da reinpassen. Naja, nicht so schlimm. So. Kleiner. Da reinbasteln. Ziemliches Ungesauer an den Fingern, aber gut. Gibt ja Wasser und Zeichen. Ne? Ja, ich weiß schon wieder nicht mehr, was ich euch noch erzählen soll. Das merkt ihr ja nicht schon. So, ich glaube, hier mache ich jetzt einfach mal so einen kleinen Kreis rein. Die Kreise haben wir natürlich auch noch, da können wir auch noch was mitmachen. So, gucken wir uns, so sieht das ein bisschen aus wie so eine Planetenlandschaft. Hier kommen auch noch. So, warum nicht? Dann ist halt der Kreis mal ein bisschen enger. Mit dem großen werde ich wahrscheinlich nicht mehr unterkriegen, aber das macht nichts. Deswegen halte ich mich jetzt die große Ringe nicht sehe, wie ich hinkomme. Ja, ihr könnt natürlich vorher, bevor ihr die Pappe ausschneidet, eure Teile anordnen, dann wisst ihr genau, wie groß die Pappe muss. Ich habe das jetzt so mal Pi mal Auge gemacht, weil die Dinger ja noch am Ausschneiden waren. Die waren ja noch nicht fertig. Deswegen wird das jetzt vielleicht nicht so hundertprozentig, aber wie gesagt, genau das will ich ja, dass es eben nicht perfekt ist, sondern dass irgendwelche komischen Gebilde
entstehen, die ich dann eben wiederum für merkwürdige Formen auf der Jelly Plate benutzen kann. So. Ja, perfekt. Mehr werde ich hier so nicht hinkriegen, weil ich kann hier. Ich habe auch mir schon überlegt, man kann ja, glaube ich, hier auch noch was rein, wie so Art wie gravieren, wisst ihr, was ich meine? Also, dass man da so Muster reinbrennt mit einem Luftkolben oder ja. Das Teil von der Bremel wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Also man kann ja mit Holz und so, aber das Moosgummi wird ja wieder hochkommen. Also ist ja nicht wie bei Holz, wenn man da was rausgedings hat oder was reingequetscht hat, dass das dann so komprimiert bleibt. Und ich denke mal, dass das wieder hochkommen würde. Also ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Wahrscheinlich wisst ihr nicht mal, was für ein Gerät ich meine. Es gibt halt von Dremel so ein Teil, das bewegt sich so ganz schnell und hat vorne so eine Art Spitze. Und da kann man halt, wie soll ich das sagen, kann man halt Sachen gravieren. In Gläser, in alles Mögliche. Und ich habe das auch bisher nur einmal ausprobiert, das Teil. Ah, ich habe hier hinten ja meine Fuse. Zack, die kram ich mir gerade mal vor. Hier habe ich den Halter dafür. So, und dann gucke ich mal, dass ich. Achso, ich habe das Teil hier eingesetzt. Ich weiß gar nicht, wo ich davon die Spitze habe. Muss ich da mal kurz suchen. So, ich habe mir jetzt schon mal meine Teile so aufgeklebt und habe mir die Fuse angeschlossen. Ich wollte ja eigentlich nach einem anderen Teil suchen. Aber dann kam irgendwie mein Mann rein und dann habe ich vergessen. Deswegen habe ich sie jetzt einfach angeschlossen. Und ja, ich will jetzt mal hier probieren, ob das überhaupt funktioniert, weil es ist ja theoretisch Plastik. Das sollte ja eigentlich. Jawohl, das funktioniert. Dann solche Muster. Ja, und das macht, glaube ich, das Ganze dann nochmal interessanter. Dann mache ich hier irgendwelche. Rein und dann bin ich gespannt, wie lange das hält. So, hier mache ich jetzt aber mal nur so ein paar. Nicht überall diese Streifen, sondern ich will dann eben solche unregelmäßigen Löcher, dass es auch ein bisschen mehr noch Planeten bekommt, weil die haben ja auch immer auf der Oberfläche dann so Löcher. Ja, so finde ich das schon ganz witzig. Ich glaube, das könnte ganz coole Muster machen. Mal gucken, ob das wirklich dann so bleibt. Hier werde ich mir auch mal so ein paar Streifen reinbrennen. Bleibt ihr auch ruhig ein bisschen länger drauf oder geht öfter drüber, dass es sich halt wirklich vernünftig einbrennt und dann halt auch so bleibt, hoffentlich. Ja, das G-Medium ist natürlich noch nicht überall trocken, aber ich würde sagen, das klebt auf jeden Fall ganz gut. Ich glaube, das G-Medium war da die richtige Wahl. Gut, so, dann hier nochmal rüber.
Ja, und schon sieht das Ganze auch wieder viel interessanter aus. Gut, dann mache ich das hier auch oder lasse ich das so? Ja, ich glaube, ich mache das hier nur in der Mitte. Dass ich hier quasi mit dem Teil Seite. Ganz wild einfach nur. Das sieht jetzt so aus. Hier vielleicht dann nur in dieser Bewegung. Langsam mal machen, dass ich das noch tiefer reinsetzt, aber ja, wie gesagt, so erhält man dann ja auch gleich wieder ein anderes Muster. Vielleicht nehme ich auch einfach mal eine Platte, einfach nur so ein Rechteck und mache mir hier so ein Muster da rein, wie da. Na komm. Finde ich nämlich ganz cool. Ja, manchmal so spontane Ideen, das werde ich so lassen. Das hier lasse ich auch so. Die beiden habe ich fertig. Das lasse ich auch. Das ist fertig. Bleiben noch diese Herzen hier und da überlege ich jetzt. Ich glaube, ich werde mal versuchen. Das wird irgendwie nicht so einfach. Hier wie so ein Stepprand. Ich meine nicht so einfach wegen genau diesen Bögen. Ja, bisher sieht es ganz gut aus. Übermütig werden. Ach, guck mal, doch, sieht doch gut aus. Ja, ob das dann alles so funktioniert, wie ich das gerne möchte, das wird sich dann zeigen. Vor allem, ja, ich mache hier einen Stepprand, aber ich bin ja auch schlau, ne? Also man müsste das ja eigentlich nach außen holen, um diese Riefen zu sehen, die sieht man ja natürlich hier jetzt dann beim Aufpressen wahrscheinlich nicht. Also je nachdem, wie doll man drückt. Aber ich denke, dass man diese Rillen dann nicht sehen wird. Okay, das macht aber nichts. Ich ziehe hier gleich meine Ops-Fuse wieder raus und packe die hier unten gleich wieder in mein Metallteilchen, damit es sicher ist. Nicht irgendwas anbrennt. Ja, und dann habe ich jetzt hier erstmal ein bisschen Auswahl. Ich kann mir gut vorstellen, dass ich mit dem Plotter mir noch ein paar Sachen mache und ja, die dann halt auch noch ausschneide und aufklebe. Mal gucken, aber ich habe jetzt auf jeden Fall erstmal einiges zum Testen, was ich dann auf der Jelly Plate auf jeden Fall nutzen kann. Okay, ihr Lieben, ich mache jetzt hier einen Cut und ich werde dann halt, wie gesagt, wenn die Dinger richtig trocken sind und ich vielleicht noch welche dazu gemacht habe oder auch nicht, werde ich die auf jeden Fall mit der Jelly Plate ausprobieren und das seht ihr jetzt. So, ich habe mir meine Teile noch mal ein bisschen zurechtgeschnitten. Die haben jetzt auch eine Weile getrocknet, scheinen ganz gut fest zu sein. Und ja, ich werde einfach jetzt mal starten und mal ein bisschen anfangen. Ich habe mir drei Grundfarben zurechtgelegt und ja, fangen wir einfach mal an. Hier irgendwo hinten drin. Jetzt auch nicht die ganze Platte, sondern nur Teile. Und ja, ich fange jetzt einfach mal hier wild an. Thank you.
Gottes. Den Rest. Weg an mir. So. Okay. Ein bisschen blau. Teile benutzen. Ja, so ein bisschen Hintergrund erstmal gestaltet und jetzt so aufs Exemplo. Hintergrund noch drauf.
Hintergrund rein, damit es ein bisschen heller wird. Und Stille für den Boden ist auch ganz klein. Ein bisschen Duft. So, ja, das klappt doch schon mal wie am Schnuffel. Tatsächlich genauso, wie ich es mir vorgestellt habe. Ja, und jetzt bin ich gespannt wegen diesen Sieben hier, ob man die dann aufsieht. Ich aufpressen. Ja, aber die sieht man auf jeden Fall. Und auch hier drauf sieht man sie. Juhu! Ja, sieht doch recht cool aus. Ja, das hat doch auf jeden Fall super geklappt. Das umgekehrt sozusagen. Ja, und dann probieren wir auch gleich mal, was ist denn, wenn ich mit dem Rahmen hier drüber gehe. Ja, hat jetzt nicht ganz so arg viel Farbe aufgenommen, das macht ja nichts. War zu erwarten, dass es so gut wie keine Farbe abgibt. Unten sieht man es ein bisschen. Man sieht auch dieses Muster tatsächlich ziemlich cool. Aber ja, war zu erwarten bei so wenig Farbe. Stellt sich immer ein bisschen an. Wesentlich besser. Und das umgekehrt. Ein bisschen gelb. Cool, sehr gut. Hier habe ich mir einfach nochmal das ganze Teil drauf. Und die Farbe hier wird nicht so gut gefallen. Und ach, dann kann ich auch noch ein bisschen
Gut, ja, ich würde sagen, ich lasse diese Sachen hier jetzt ein bisschen trocknen, mache mal hier meine Jelly Plate sauber und dann schnappe ich mir weiß, beziehungsweise ich hier erstmal mit dem, ich muss das hier alles so gerade stellen, damit ich hier den Rest habe, soweit es geht, nicht aufnehmen. Und dann, ja, wie gesagt, das alles runter machen und dann mit weiß ein paar. Ich will mal hier gerade mit dem Glossy überall drüber gehen und die Farbe nochmal aktivieren, damit ich das hier mit dem Teil nochmal aufnehmen kann. Und da ist mir eh zu wenig Farbe drauf. Und dann ist auch gleich Glossy mit drauf, finde ich auch sowieso immer schön, das Glossy. So viel tut sich hier nichts mehr mit der Farbe. Aber das ist okay, sieht trotzdem ganz schön aus. Gut, ich mache einmal sauber und dann, wie gesagt, will ich mit Weiß mal probieren. So, ich habe mir jetzt weißes Gesso vorgekramt vom Action und ja, habe jetzt hier einfach ein Papier, wo ich ein bisschen das Weiß so verteile. Gut, das ist ein bisschen fest. Farbe dran, das macht aber nichts. Geht mir jetzt darum, diese Teile hier eigentlich mit Farbe zu versehen. Meine gebastelten Stempel sozusagen. Nehme hier meine Hintergründe, die sind auch noch nicht so ganz trocken, also nicht alle zumindest. Und ja, presse mir hier einfach so ein paar weiße Teile auf. Ich hatte mir auch noch andere Teile gebastelt, die ihr nicht gesehen habt. Einmal dieses hier mit so einem Blitz und hier dieses Muster und hier einfach ein Kreis, wo ich dann mit der Schere so ein paar Ecken rausgeschnitten habe. Stelle ich mir auch noch ganz cool vor. So. Ja, also für mich hat das auf jeden Fall hier funktioniert. Es klappt alles super. Die Teile funktionieren super als Stempel und mit dem G-Medium hält das auch super. Also ich bin echt zufrieden. Eingezogen hier und das macht ja nichts, wenn man hier noch was auf der Rolle. Klar saut man ein bisschen rum, aber das ist ja immer so. Also ich sag mal immer so, wenn man mit der Jelly Plate was gemacht hat und sich nicht eingesaut hat, dann hat man was verkehrt gemacht. Und dann hat man wahrscheinlich auch keine schönen Ergebnisse. Ja, auch der Blitz so, eine ganz coolen Druck gemacht. Das hier gefällt mir wirklich gut. War natürlich ein bisschen fummelig, das alles aufzukleben, aber. Das Endresultat gefällt mir wirklich gut und naja, diese Kreise hier gefallen mir auch sehr, sehr gut. Ein bisschen Farbe. Ja, und klar macht man sich bei den Dingern hier nicht die Mühe, die groß sauber zu machen nach dem Arbeiten, weil dann würde ja die Pappe dreckig werden. Vielleicht kann man hier ein bisschen drüber wischen. Mal gucken, das sieht doch wohl voll cool aus. Ja, finde ich echt gut. Sehr, sehr gut. Also, wie gesagt, ich bin mega zufrieden. Achso, seht ihr, das Herz haben wir gar nicht ausprobiert. Und guckt mal hier, auf der Wolle habe ich jetzt auch dieses Muster. Rübergehen, ja. Seht ihr da? Geht ihr euch nicht so gut, aber da ist dieser Kreis auf jeden Fall zu sehen. Echt cool. So, hier habe ich
Weiß kann man auch mal vielleicht dröseln. Vorstellen, wenn sie das erste Mal benutzt, dass dann doch die Farbe ziemlich einzieht. Naja, guckt mal, wie man so schmiert. Oh, das ist versehen, aber so, wenn man das brav hier drauf. So. Tada! Ja, ich finde es mega. So gut, aber man erkennt immer noch. Also, wie gesagt, ich bin echt zufrieden. Die Papiere gefallen mir auch ganz gut, die da so bei rausgekommen sind. Wobei mir das noch am besten gefällt. Hier muss ich noch mal ein bisschen was machen. Das ist mir hier doch ein bisschen dunkler geworden. Aber das hier von den Farben ist genau meins. Und ja, hier würde ich auch noch ein bisschen was dran machen. Aber das macht ja nichts, wenn, das ist immer das Schöne bei dem Jellyplate-Papier, wenn einem was nicht so gut gefällt, packt man es in die Schublade und holt es ein paar Monate später raus und geht nochmal, oder Wochen oder was auch immer, egal, und geht nochmal mit ein paar Farben oder mit anderen Sachen halt drüber und zack, hat man vielleicht doch noch was Cooles gezaubert. Aber das hier würde ich direkt so lassen und auch so benutzen. Finde ich mega schick. Gut, ihr Lieben, ja, das war mein Tipp für euch mit den Formen, die man sich so selbst basteln kann. Und wie gesagt, eurer Fantasie sind da keine Grenzen gesetzt. Ihr könnt euch da alles Mögliche zurecht basteln. Und ja, wie gesagt, es funktioniert gut. So, eigentlich war ich schon fertig und bin gerade dabei, das Video zu schneiden und habe aber nebenbei mir noch ein Ding ausgeschnitten, und zwar habe ich von dem Canvas, also direkt von dem Plotter, gibt es hier so verschiedene Muster. Da habe ich mir dieses Muster hier ausgesucht und habe mir dann einen Kreis genommen und habe den quasi eingefügt und habe halt gesagt, dass er das schneiden soll. Hier an der einen Stelle ist es ein bisschen kaputt gegangen, aber ist nicht so schlimm. Und zwar habe ich jetzt vor, mir damit auch so eine Schablone zu machen, und damit diese Risse hier dann auch wirklich ein bisschen übertragen werden, dachte ich mir, dass ich mir das hier mit so einem Klemmen am Rand hier so ein bisschen anbringe und dann halt eben so ein bisschen runterziehe und dann auch nach rechts und links ein bisschen ziehe, damit dann eben diese Risse auch tatsächlich zu sehen sind. Und das werde ich jetzt ausprobieren. Ich werde jetzt hier anfangen, an einer Ecke da so ein bisschen die Medium auszutragen, und ja, am besten versuche ich einfach mal mit dem Spatel Kompletto. Vielleicht geht das sogar einfacher dann. Ja, hier großzügig das Genmedium aufzutragen. Wenn das in die Ritzen kommt, ist mir wurscht, weil es kommt ja nachher sowieso irgendwie in die Ritzen. Das werde ich wahrscheinlich nicht verhindern können, auch nicht, wenn ich das langsam und vorsichtig mache. Also kann ich mir da auch ein bisschen Zeit sparen. So. Okidoki, und dann, wie gesagt, nehme ich jetzt hier eine Ecke. Ich gucke mal, dass ich hier so eine Ecke finde, wo dann hier auch so ein bisschen Rand ist, wo ich es dann auch festhalten kann. So, dann soll er nur das hier festhalten. Ich habe hier noch weitere Klammern. Ja, und dann ziehe ich mir das Ganze jetzt hier alles ein bisschen durch die Gegend. Ja, und ihr seht, das funktioniert so, wie ich mir das gewünscht habe. Nämlich überall entstehen jetzt diese Lücken. Ja, trocknet relativ schnell, muss man tatsächlich sogar fix sein. Hier scheint das schon echt fest zu sein, krass. Und hier oben drauf, da löst sich halt so ein bisschen Gelmedium, das macht auch nichts.
aber hier ist doch nicht fest. Das fühlte sich schon so fest an. Runter. Ja, ruhig ein bisschen mehr ist egal. Das funktioniert gut. So. Hier dran. Und wie gesagt, an den Seiten dann eben das gleiche. Auch hier. Ordentlich ziehen. Jetzt wieder Füße begehen, wenn ich hier gleich weg will. Nicht, dass hier nachher die Lücken nicht sind, weil da das Gehen liegen ist. Jetzt muss ich da auch dann noch mal ein bisschen mit dem hier rein, das gehen wir so ein bisschen rausholen und gucken, ob das mit den Klammern ausreicht. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen funktioniert das super gut. Guckt. Muss es natürlich gleich ausprobieren, wenn es dann getrocknet ist, ob es dann auch tatsächlich so hält, wie ich mir das denke. Aber bisher sieht es wirklich gut aus. So. Ja, auch hier eine Klammer rein. Ja, und so soll es jetzt eben trocknen. Da ist noch ein bisschen viel Gehmedium. Und ich nehme an, wenn das dann getrocknet ist, habe ich mir eben so einen Stempel gemacht, wo ich dann solche schönen Formen habe. Ja, und wenn das funktioniert mit diesem einen Teil, also ich möchte jetzt nicht das Moosgummi verschwenden, aber falls das mit diesem einen Teil hier funktioniert, werde ich mir definitiv noch mehr davon machen. Ja, und weil ich gerade diese Idee hatte und neben des Schneidens von dem Video dabei war, das Teil zu basteln, dachte ich mir, ach komm, das passt jetzt, das fügst du da noch mit hinzu. Ich hätte natürlich jetzt auch noch ein extra Video machen können mit solchen Formen, aber ja, vielleicht mache ich es auch, dass ich noch mal welche mache, mir was ausdenke und da noch mal ein extra Video zu mache. Aber theoretisch habt ihr ja jetzt schon gesehen, wie das Prinzip funktioniert, und dann ist es ja wurscht, was für Muster man nimmt. Und ja, ich bin echt gespannt, wie das funktioniert. Das werde ich aber nicht mehr mit in dieses Video hineinschneiden, weil, wie gesagt, das muss ja jetzt trocknen. Okay, ihr Lieben, dann macht's gut. Tschüss.